Wie war denn das? Warte mal. War das nicht hier? Wo war denn das? Okay. Problem ist, eigentlich bräuchte ich jetzt Mana. Oder kriegt man das von hier hin? Mal gucken. Ich würde gerne die Fackel anzünden. Es regnet im Wassertempel. Ja, doch, gut, das geht. Hallo? Hä? Das ist ein schlechter Scherz. Ist das, weil es regnet? Es regnet doch gar nicht mehr. Es hört sich nur so an. Jetzt. Ja toll, jetzt haben wir eine Fackel angezündet. Hä, und jetzt? Muss ich alle anzünden? Das war toll. Aber hier, hä? Okay, da ist auch noch eine Fackel. Warte, warte, warte. Jetzt ist die andere wieder aus. Ich muss schneller sein. Muss ich da echt so schnell sein? Ich muss super schnell sein. Oh Gott. Oh je. Also quasi oben anzünden und dann direkt runter und die nächste anzünden. Okay, alles klar. Das kann übel werden. Ein Schlüsselhammer. Wir könnten jetzt theoretisch hier rein. Das sind diese billigen Fackeln, die halten noch nichts aus. Ja, aber ich wette mit dir, dann geht die Tür auf, oder? Wenn du den Zelda-Jungen bedrohst, bekommst du Minuten-Timeout. Aber wirklich, das darfst du nicht. Wer bedroht hier wen? Bedrohe jetzt Chris. Ah, gut. Kitsune. Ja, sehr gut. Sehr gut, Kitsune. Mach weiter so. So, hier, ne? Hier waren wir noch nicht drin, oder? Ich höre schon wieder Gegner. So. Ich will das nicht. Was hört mein Ohr da? Hört ihr das? Das ist nicht erquicklich für mich. Ich mag diese Geräusche gar nicht. Alter, was ist denn mit denen? Mann, ich habe keinen Mana. Das nervt. So. Zack. Kriege ich zufällig ein bisschen Mana von euch? Kein Mana. Ich habe zu viel Mana ausgegeben. Ich will die Herzen haben. Menno. Kein Mana. That floor switch activates white blocks through this dungeon. Throughout this dungeon. That floor switch it activates white blocks throughout this dungeon. Kann mal einer übersetzen? Kann das mal einer übersetzen? Ich habe keine Feuerpfeile, das nervt mich. Und ich habe keinen Mana, das nervt mich auch. Leute, ich glaube, wir müssen noch mal kurz raus und müssen uns irgendwo ein bisschen Mana holen. Weil sonst komme ich halt nicht weiter. Kannst du Eispfeile machen? Eispfeile kann ich machen, ja. Aber ohne Mana geht das halt auch nicht. Und mit Eispfeilen kann ich auch das Auge nicht aufschießen.
So. Also entweder kriege ich jetzt hier irgendwo Mana, oder wir müssen halt echt nochmal rausgehen. Das wäre halt uncool. Es sollen weiße Plattformen erscheinen, sagt das. Der Bodenschalter aktiviert weiße Blöcke im ganzen Dungeon. Der Bodenschalter? Okay. Die Frage ist, was für ein Bodenschalter? Das ist die Frage. Oh Gott. Nein, ich will da nicht hoch. Geht das hier eigentlich auch mit den Feuerfallen, dass man dafür in die Morgensonne gucken muss? Ja, theoretisch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Theoretisch ja. Ein Item wird es auf jeden Fall geben. Aber man kommt da, glaube ich, erst hin, wenn man den Wassertempel fertig gemacht hat. Richtig? Weil aktuell ist ja der Wasserstand vom See noch quasi unten. Und wir kommen dann erst da hoch, wenn der Wasserstand wieder oben ist. Hey, und Eva macht wieder eine Mitgliedschaft. Vielen Dank. Und der Macher 123 bekommt die Mitgliedschaft. Der Macher. Ich frage mich, warum Ariana und so das nicht bekommt. Oder Laura. Das ist irgendwie merkwürdig. Aber vielen Dank auf jeden Fall wieder an die liebe Eva. Vielen, vielen lieben Dank. Möchtest du drehen? Jens, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Und schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. So, was haben wir denn hier Schönes? Na, ich kann das auch mit... oh Gott, geil. Oh, guck mal. Wen? Ich kann das ja auch mit Dins Feuerentfernung machen. Auch mit Dins Feuerentfernung kann man das Auge auftauen. Das geht auch. Ja, bitte. Es dreht ja keiner. Okay, let's go. Da könnte man auch rein. Okay, ich darf kein Schild benutzen, ne? Kann tricky sein, muss aber nicht. Also wir brauchen Mana, Leute. Ich ist halt einfach so. Ich würde nochmal kurz rausgehen. Haben wir eigentlich gedreht, als wir in den Wassertempel rein sind? Haben wir da gedreht? Was ein Mana-Burn fürs Auftauen, ja, auf jeden Fall. Deswegen, theoretisch bräuchten wir halt echt... Nö, haben wir nicht. Okay. Haben wir vergessen, ne? Dann würde ich jetzt nochmal rausgehen. Und wir drehen nochmal. Wenn wir wiederkommen. Ich hau jetzt mal kurz ab. Ich brauche irgendwo Mana. Ich muss mir irgendwas kaufen. Am besten einmal Mana irgendwie voll machen und vielleicht eine Mana-Flasche noch mitnehmen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Lösung. Ich muss mal meinen Stuhl hier ein bisschen... Ich bin gerade voll in der Liegeposition. Das ist irgendwie gerade ein bisschen unangenehm. Wenn man Zombies tötet, gibt es doch normalerweise Mana, oder? Geben die nicht immer Mana? Guck mal. Hä? Ich hab gerade gar kein Mana bekommen, oder? Das war komisch. So, mal kurz Hyrule befreien, ne? Okay, geil. Hä, warum bekomme ich... Habt ihr das gesehen? Ich habe kein Mana bekommen. Warum? Was ist das für ein Bug? Hä? Merkwürdig. Vielleicht, wenn ich es aufsammel, bevor es noch nicht auf dem Boden ist? Ihr habt recht. Man kann auf jeden Fall doch nicht in die Seitengasse gehen. Ich war irgendwie der Meinung, man kann das trotzdem machen. Aber nee, ihr habt recht. Man kann nicht in die Seitengasse gehen. Ihr habt vollkommen recht.
So, hier kann ich schon ein bisschen Geld holen, oder? Guck mal hier, einen Zwacken. Und jetzt gehen wir mal kurz nach Kakariko. Ich weiß, dass du das sagtest, Natsu, aber ich war mir fast sicher, dass es eigentlich ging, aber irgendwie, ja, lag ich falsch. Okay, wir werden jetzt mal das blaue Feuer wegtun und werden dafür uns so eine Mana-Bottle kaufen. Oder blaues Elixier oder sowas. Was, fürs Nichtdrehen? Nee. Das machen wir mal nicht. Ihr habt mich ja auch nicht dran erinnert. Also ich kann ja nicht auf alles achten. Ne? Das geht ja jetzt wohl nicht. Ich muss ja schon darauf achten, dass ich meine Strafe an sich einhalte. Ihr müsst mich schon dran erinnern, dass ich drehen soll. Kann ja nicht auf alles achten. So, wartet mal. Wo... Wir können übrigens mal in das Haus hier reingehen. Das ist immer ein richtiges Erlebnis, wenn man hier in das Haus reingeht. Das ist richtig toll. Richtig geil. Das macht Spaß. Aber es sind deine Regeln, also musst du drauf achten. Wir sind nur auf plus 5. Ja, die Regeln habt ja ihr gemacht. Ich habe die Regel mit dem plus 5 nur akzeptiert. Ah? So, wir nehmen jetzt die grüne Mana Porsche. Porsche. Ja, Porsche. Grüne Mana Porsche. Nehmen wir mit. Und wenn du da reingehst, dann setze vorher einen Safe State. Nee, lieber nicht. Ich möchte da nicht nochmal reingehen. Das ist das Buggy-Haus. Okay, Ne, warte mal. So, auf zum Wassertempel, Leute. Wir sind gewappnet, wir haben eine Fee, wir haben Mana, wir haben volles Mana. Sollte jetzt passen. Schauen wir mal, was passiert. Der Wasserstand wird jetzt wahrscheinlich wieder oben sein. War das nicht das andere Haus? Ja. Das hat nichts mit euch ertragen zu tun. Ich streame gerne mit euch, aber ich habe auch andere Bedürfnisse, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie Essen, eine Toilette und meine Frau. Natürlich kommt die an erster Stelle. Oh nein, natürlich kommt die an erster Stelle. Geh weg! So, nein, oh, der Wasserstand ist immer noch oben. Das ist ja auch interessant. Den, unten meine ich. Immer noch unten. Aber ich würde den mal kurz wieder hoch machen, damit ich in den Raum komme. So. Zack. Euch zu unterhalten ist mein größtes Bedürfnis. Nee, mein größtes Bedürfnis ist die Toilette auf jeden Fall. Ich liebe die Toilette. Genau, wir drehen jetzt mal. So. Stimme verändern beim Lesen des Chats. Was? Wann habe ich das da reingemacht? Daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Okay. Also wenn ich jetzt bei euch irgendwas lese, ich muss quasi immer jemanden eine Stimme geben. Zum Beispiel der Fake Alcazar. Natsu, du solltest einen anderen Streamer angucken, wenn du lange willst. Gibt da einen, der hat letztens einen 10-Stunden-Stream und einen 12-Stunden-Stream geschafft. Ohne Trolle. Und das ohne Trolle, ja. So, ungefähr. Nun, die Kitsune. Oh ja, gib uns alle eine eigene interessante Stimme. Bitte. Ich find's jetzt schon gut. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Dann dazu. Ich will aber Chris länger gucken. Ich will die Chris länger gucken. Ich brech weg. Wie geil.
Oh, Susanne möchte das gar nicht. Die Susanne möchte, dass wir drehen. Was ist da los, Susanne? Bitte drehen. Bitte drehen. Nix da, Susanne. Nein, doch nicht drehen. Was ist da los? Wieso höre ich mich an wie so ein kleiner, gemeiner Handlanger, der immer beim Bösewicht abhängt? Hä? Nix da, Susanne! Nix da! Also, das ist... Ich finde die Strafe gut. Kann nur sein, dass ihr ab und zu mal eine andere Stimme bekommt, weil ich vergesse, wie ihr geklungen habt. Ich mag Züge. Okay, für jedes Überlesen eines Textes werden 5... Nee, das machen wir nicht. Es geht hier nur, ich werde genauso weiterlesen, wie ich immer den Chat lese. Ab und zu mal sporadisch, wenn ich hingucke. So. Als Mod bist du ein Handlanger. Junge! Oh, hä? Jetzt. Na toll, mein Internet hat mal wieder einen Aussetzer. Ich hoffe nicht so krasse Aussetzer. Also bei uns, nee, der Stream läuft auf jeden Fall. Da sollte aktuell nichts los sein, denke ich. Chris, wenn der Stream nicht bis 3 Uhr geht, dann weine ich. Das ist okay. Akzeptiere ich. So, wir müssen jetzt quasi, also wir müssen jetzt echt schnell sein. Wir müssen einmal hier runterjumpen. Fackel an. Und. Jo, geil, hat geklappt. Oh, schön. Und der Fake Agatha verschenkt eine Mitgliedschaft. Dankeschön, lieber Fake Agatha. Yay, dankeschön. So, weiter. Wie cool. So, Leute, jetzt muss ich mir mal ganz kurz konzentrieren. Wartet. Einmal kurz Gegner bekämpfen. Wo kommt der denn jetzt her? Ich muss das jetzt einfach mal auskosten, dass ich gerade normal kämpfen kann, ohne irgendwelche Einschränkungen. Das ist toll. So. Bin mal gespannt, was wir hier Schönes bekommen. Zack, Pfeile. Hey, hey. Geh her der Zeit. Warum höre ich mich an wie so ein Handlanger? Ja, jawohl. Laura weint. Und Laura weinte. Warum laucht Weiner? Warum laucht Weiner? Und wer ist dieser Weiner? Also kein Witz. Das geht so schnell, ich kann gar nicht klicken. Das geht doch random raus, wer die bekommt. Ich glaube auch, dass das random rausgeht. Ich denke eigentlich schon. Jo, hi Stefan erstmal, hi. So, Schlüssel haben wir bekommen. Geil, also in den Raum müssen wir erstmal nicht mehr rein. Wir haben auch noch volles Mana, das ist schon mal cool. So, das heißt, hier sind wir theoretisch erstmal fertig. Naja, was heißt fertig? Wir müssen halt noch auf die zweite Etage, ne? Da gab es noch eine Schatzkiste. Ja, es geht zufällig raus. Düdelü. Okay, gehen wir mal hier rein. Düdelü. So, hier, genau. Hier ging es auf jeden Fall noch weiter. Da braucht man jetzt ins Feuerentfernung. Mal gucken, ob wir das jetzt hinbekommen, irgendwie. Also wir haben jetzt sehr viele Ecken gehabt, wo wir halt irgendwie Feuer brauchten oder den Feuerentfernung und hatten halt überall keinen Mana. Das war halt doof. So. Ich hoffe halt. Es könnte halt auch sein, dass Dins Feuerentfernung nicht reicht, ne? Weil es ist schon knapp. Aber vielleicht kann ich auch wirklich mit Eisfallen hier ballern. Yay, Kitsune hat doch eine Mitgliedschaft verschenkt, aber ging auch wieder nicht an Laura. Ich weiß nicht. Laura, entweder hast du Pech. Oder. Nee, man kann keine Sachen
keine Eisplattform erschaffen, leider. Okay, wir versuchen es mal. Zelda-Junge, das ist eine geile Strafe. Sowas kann gerne öfter kommen. Ja, wir haben es bekommen. Geil. So. Das ist nicht so geil. Das ist alles nur für eine Skulti, ne? Okay, let's go. Vielleicht sollte ich die erst töten. Oh Gott. Zack. Zack. Oh Gott, was ist mit euch? Niemand tritt hier. Oi. Sagt der Stefan. Oi. No. Hm? Wie lange es noch geht? Aktuell, warte mal, bis... Also noch 35 Minuten aktuell. Laura, hast du eingestellt, dass du Geschenke erhalten darfst von YouTube? Stimmt, das gibt's ja auch noch irgendwie, ne? So ganz komisch. So, erstmal Scooby einsacken. Gut, dann ist der Raum auf jeden Fall auch schon mal abgeschlossen. Wir haben hier halt noch diese... Ne? Dead Floor Switch Activates, White Blocks. Dead Floor Switch Activates, White Blocks. Rootes Dungeon. Welcher Switch denn?